Die vorhandenen Steuerelemente sind gleichmäßig eingebracht. Das ist deshalb passiert, weil ich den Formularassistenten verwendet habe und da ist es so voreingestellt. Wenn ich hier zum Beispiel die Abteilung nehme und entferne die, dann wird automatisch nachgerückt. Und wenn ich hier Platz brauche, um da die Anrede oder die Abteilung wieder einzufügen, als Kombinationsfeld zum Beispiel, dann muss ich erstmal Platz schaffen nach dem Nachnamen. Ich klicke darauf, gehe dann zum Eigenschaftenblatt und kann dann wählen, dass der Textabstand nach dem Text zum Beispiel 3 cm ist. Wenn ich da 3 cm eintrage, dann sehen wir, dann haben wir hier Platz. Und da will ich jetzt das erste Kombinationsfeld einbringen für die Anrede. Kombinationsfelder finde ich bei den Steuerelementen hier, das Symbol. Ich ziehe dann an der Stelle, wo die Anrede hinterher erscheinen soll, ein Rechteck auf und bekomme den Kombinationsfeldassistenten zur Hilfe. Das ist deshalb eingestellt, weil hier der Assistent mit diesem Symbol ausgewählt wurde. Das muss also vorher geschehen. Wenn das eingestellt ist, kommt der Assistent. Und ich kann dann überlegen, ob ich Selbstwerte in eine Liste eingebe oder ob ich sie einer Abfrage oder Tabelle entnehme. Ich möchte selbst die Werte in eine Liste eingeben. Da kommen ja nur Frau und Herr in Frage. Und genau das trage ich hier ein. Frau und eins tiefer Herr. Dann gehe ich auf Weiter. Ich möchte, dass die Werte in dem Feld gespeichert werden. Dann gehe ich auf Weiter und weil es das Feld Anrede ist, kann ich auch die Bezeichnung, die Beschriftung für das Kombinationsfeld so wählen. Ich gehe dann auf Fertigstellen und hier ist dann das Kombinationsfeld und das Bezeichnungsfeld eingebracht. Ich kann dann hier auf die Ecke gehen links oben und kann das noch ein bisschen ausrichten und schaue mir dann an, ob das auch passt. Hier sieht man die Frau, die vorher eingestellt war, die Frau Emma Schulze. Hier ist der Herr Werner Meyer und so weiter. Das sind also die Feldinhalte, die wir vorher bei dem Textfeld fanden. Die stehen jetzt hier in dem Kombinationsfeld. Und so ein Kombinationsfeld kann man natürlich auch für die Datenerfassung nehmen. Wenn ich jetzt eine neue Datenerfassung vornehme, dann kann ich da die Anrede auswählen. Damit Abteilungen komfortabel erfasst und bearbeitet werden können, bietet es sich an, ein Kombinationsfeld als Steuerelement einzusetzen. Das hat den Vorteil, dass man in diesem Kombinationsfeld genau die vorhandenen Abteilungen alphabetisch geordnet zur Auswahl angezeigt bekommt. Das setzt aber voraus, dass man mit Hilfe einer Abfrage, die ich hier schon angelegt habe, die Abteilungen passend aufbereitet. Ich habe die Tabelle Mitarbeiter genommen und habe das Feld Abteilungen hier unten in diesen Bereich gezogen und habe die Funktion Gruppierung eingestellt. Das bewirkt, dass ich genau jede Abteilung einmal genannt bekomme und diese Liste soll dann zur Auswahl im Kombinationsfeld angeboten werden. Ich gehe dann bei dem Formular in die Entwurfsansicht und nehme wieder ein Kombinationsfeld hier oben und dann ziehe ich das hier hin, wo die Abteilungen erscheinen sollen. Und hier wähle ich, das Kombinationsfeld soll die Werte einer Tabelle oder Abfrage entnehmen. Das bietet mir also der Assistent als eine von drei Möglichkeiten an. Klicke auf Weiter und da verwende ich die Abfrage, die ich eben schon genannt habe, die heißt Abteilungen, die wähle ich aus, gehe dann auf Weiter und übernehme dieses Feld als ausgewähltes, gehe auf Weiter und klicke dann nochmal auf Weiter und dort wird das angezeigt, Weiter und das soll in dem Feld Abteilung zwischengespeichert werden und heißen soll es nicht Kombinationsfeld 79, sondern Abteilung. Dann gehe ich auf Fertigstellen und ich habe die Abteilung hier als Feld, kann dann auch wieder das so ein bisschen passend ausrichten.
dann schaue ich mir das Ergebnis an und ich sehe, dass ich hier im Kombinationsfeld jetzt Wahlmöglichkeiten habe, und zwar alle Abteilungen, die in der Abfrage vorkommen, werden mir hier zur Auswahl angeboten. Und das passiert natürlich auch, wenn ich neue Datensätze erfasse und möchte dann eine Abteilung auswählen, wo der neue Mitarbeiter dann tätig ist. Jetzt geht es im nächsten Schritt um die Listenfelder. Listenfelder sind durchaus sehr ähnlich den Kombinationsfeldern, aber man kann da mehrere parallel anzeigen und die ausgewählte ist hervorgehoben, und das will ich hier am Beispiel der Kostenstellen zeigen. Ich habe da, wie eben schon mal gezeigt, eine Liste vorbereitet mit Kostenstellen. Das heißt, es gibt also eine Abfrage und da sind die Kostenstellen gruppiert. Das heißt, auch wenn die mehrfach vorkommen, weil eben verschiedene Mitarbeiter in der gleichen Kostenstelle tätig sind, wird mit dieser Liste dann jede Kostenstelle nur ein einziges Mal angezeigt. Ich gehe dann wieder zum Formular und wähle dort bei den Formulartools die Listenfelder, das ist dieses Symbol, und zeige dann in diesem Bereich dann die benachbarten Kostenstellen an. Da wähle ich wieder ein Listenfeld, soll die Werte einer Tabelle oder Abfrage entnehmen. Die Abfrage gibt es ja schon, habe ich eben gezeigt. Und die wähle ich dann hier auch aus, die Abfrage Kostenstellen. Gehe dann auf Weiter und übernehme die Kostenstellen nach rechts in die ausgewählten Felder. Sortiert sind sie sowieso, das brauche ich nicht nochmal anklicken. Und hier werden sie angezeigt. Und ich gehe dann auf Weiter. Und die Werte sollen auch im Feld Kostenstelle gespeichert werden. Ich gehe dann wieder auf Weiter und nenne das Ganze Kostenstelle. Gehe dann auf Fertigstellen und hier stehen sie dann auch. Ich kann sie noch ein bisschen ausrichten, mache sie ein bisschen breiter und wähle hier Kostenstelle, dass das etwa unter den Abteilungen steht. Schaue mir das an und wir sehen, in dem Feld Kostenstelle, in dem Listenfeld, da tauchen die benachbarten auf und die ausgewählte ist schwarz hinterlegt. Das ist die gleiche, die hier unten steht. Wenn ich da jetzt bei einem Mitarbeiter mal die Kostenstelle wechsle, dann sehen wir, dann wird das auch hier unten eingetragen. Das heißt, dieses Feld, dieses Textfeld KST ist jetzt überflüssig. Und ich kann natürlich auch beim Erfassen von neuen Datensätzen schon hier auswählen. Und das funktioniert natürlich genauso wie eben die schon gezeigten Kombinationsfelder. Als nächstes möchte ich den Einsatz von Kontrollkästchen oder Checkboxen zeigen. Ich habe hier in dem Rahmen zum Computerführerschein schon sechs Ja-Nein-Felder, die hier in diesen Kontrollkästchen dargestellt werden. Der Rahmen hat also nur die Bedeutung, dass das inhaltlich zusammengehört zum Computerführerschein, aber miteinander stehen die Felder sonst in keinem funktionalen Zusammenhang. Um das siebte Modul zum ECDL hier als Kontrollkästchen reinzubringen, wechsle ich also daher zunächst wieder über zu der Entwurfsansicht. Dort habe ich bei den Steuerelementen das Kontrollkästchen, englisch die Checkbox, und die habe ich genommen und zeichne dann eine hier hin. Das Bezeichnungsfeld, das wähle ich aus und schiebe es dann noch davor und ändere auch den Namen des Bezeichnungsfeldes M7 ECDL und kann das dann noch ein bisschen schmaler machen. Das Kontrollkästchen kann ich auch noch bewegen, aber es ist ja bisher nur ein Kontrollkästchen und hat noch nichts mit dem SIP-Modul zu tun. Diesen Zusammenhang, den stelle ich über das Eigenschaftsblatt her. Schiebe dann das ein bisschen nach rechts. Und
Hier steht jetzt nur, dass das bisher Kontrollkästchen 97 heißt. Das soll aber heißen M7 ECDL. Dieser Name ist wichtig, wenn der später dann hier in diesem berechneten Feld eingeht, dann muss ich dort das verwenden, was hier bei Namen angegeben ist. Und der Inhalt soll das Feld aus der Tabelle Mitglieder sein, was den Namen M7ECDL hat. Und da steht es dann auch. Das ist alles, was ich machen muss. Ich kann jetzt das Eigenschaftsblatt schließen und mir das Ganze mal anschauen. Und schaue mir an, was hier steht. Hier kann ich das also anhaken. Sie sehen, das wird sofort hier unten berücksichtigt, weil in der Formel steht schon M7ECDL drin. Jetzt kann ich also auch bei der Erfassung von neuen Datensätzen direkt über die Checkboxen eingeben, ob jemand ein ECDL-Modul bestanden hat oder auch nicht. Dieses Rechteck hier um den Computerführerschein bzw. die 7 Kontrollkästchen für die Ja-Nein-Felder, das ist nur zur Abgrenzung. Das hat also keine funktionale Bedeutung. Das ist ein ungebundenes Steuerelement, ein Rechteck. Und darüber ist dann noch ein Bezeichnungsfeld gelegt, damit derjenige, der hier Einträge zu machen hat, informiert ist. Anders ist es hier unten bei dieser Optionsgruppe. Das deckt ein Feld ab, und zwar das Feld Steuerklasse. Das sehen wir hier. Ich habe da gerade auf Römisch 2 geklickt, dann wird hier die 2 eingetragen. Und das ist also das, was als nächstes zu besprechen ist. Wie legt man solche Optionsgruppen mit Optionsfeldern oder Radio-Buttons an? Hier rechts daneben ist das nochmal erläutert. Das ist ein ungebundenes Feld und das wird bei jedem Datensatz angezeigt. Ich wechsle jetzt wieder in die Entwurfsansicht und um das zu zeigen, schließe ich erstmal die Eigenschaften hier und lösche auch nochmal das Feld für die Steuerklasse und dann wird es gleich erneut komplett eingefügt. Dafür habe ich hier oben die Optionsgruppe und die ziehe ich hier auf. Der Assistent, der aktiviert ist, wenn man hier diese Schaltfläche gedrückt hat, der bietet mir an, die einzelnen Optionsfelder anzulegen. Römisch 1 für die Steuerklasse 1, 2, 3, Römisch 4, 5 und 6. Und dann haben wir die schon, die da rechts in dem Bild beschrieben sind. Dann gehe ich auf Weiter. Ich werde dann vom Assistent gefragt, ob ich einen Standardwert haben möchte, Steuerklasse 1. Das ist das Übliche für Ledige, das kann ich so lassen, das soll Standardauswahl bleiben. Automatisch sind Werte zugeordnet, die werden dann entweder so, wie sie hier vorgeschlagen sind, eingetragen, in Abhängigkeit von der Auswahl. Man kann sie aber dann auch in Formeln eingehen lassen, aber hier ist das einfach so in Ordnung. Dann wird gefragt, was soll mit dem Wert gemacht werden. Der soll in der Steuerklasse gespeichert werden. Dann gehe ich auf Weiter. Hier kann ich dann noch den Stil auswählen. Das heißt, wie soll der Rahmen aussehen? Flach oder graviert oder schattiert oder vertieft. Das ist nicht so wichtig. Anders ist es hier oben, die Optionsfelder, wo ich eines von mehreren auswählen kann, aber nur eines, das ist üblicherweise so wie hier schon vorgeschlagen. Kontrollkästchen wird ja suggerieren, dass noch mehrere Sachen gleichzeitig ausgewählt werden können und das macht hier dann wenig Sinn. Ich gehe hier auf Weiter und schreibe noch hin, dass das die Steuerklasse sein soll. Steuerklasse, das wird dann auch oben in der Beschriftung statt Rahmen 97 angezeigt. So, jetzt stehen die alle untereinander. Das soll aber in 2 Spalten erfolgen. Und da kann ich natürlich dann die hier nehmen
und verschiebe die hier nach rechts und mache dann auch noch die Gruppe ein bisschen kleiner. Jetzt bleibt das Ganze noch zu testen. Ich gehe wieder in die Formularansicht. Hier ist im Augenblick noch die Steuerklasse 3 ausgewählt. Das sehen wir, das ist auch hier in dem Feld so angezeigt. Wenn ich da jetzt die Steuerklasse 6 rausmache, dann sehen wir unmittelbar, dass dieses hier der Eintrag in diesem Feld ist, nur eben in einer anderen Form dargestellt. Und das soll dann auch reichen, die Optionsgruppen und die Optionsfelder zu erklären.